Und da sind wir wieder, immer noch vor dieser Kugel. Ich habe da ja noch eine Pause gemacht, denn die Zeit war völlig. Oh, Lydia, schreck mich nicht wieder so. Oh, jetzt bin ich richtig erschrocken. Gut, wir schauen, was die Kugel möchte von uns. Ihr seid also der Augur von Dunlein. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen, wonach ihr sucht. Nun, ich sollte zu euch kommen. So ist es. Also machtet ihr euch auf die Suche, nicht wissend warum. Wie andere vor euch folgt ihr blindlings einem Pfad in euer eigenes Verderben. Auch der Talmor kam und suchte nach Antworten, nicht wissend, dass sie sein Verderben bedeuten würden. Euer Pfad folgt nun dem seinen. Doch ihr werdet zu spät kommen. Talmor? Welcher Talmor? Der auf den Namen Alcano hört. Er sucht Informationen über das Auge, doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen, doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Was brauche Ihr ich? und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Alles klar, okay, es ist Unheil im Anmarsch, heißt das. Und wir gehen direkt zum Erzmagier. Ich gehe mal da durch. Naja, in der letzten Folge sind wir da runter gesprungen, weil ich unbedingt zu der Truhe da. Oh, eine Truhe! Weil ich unbedingt zur Truhe wollte. Und wir wären zu viel schneller gewesen, wenn ich Depp da nicht runtergesprungen wäre. Naja, was soll's? Komm vor. Ja, dann bin ich gespannt, was der Erzmagier meint. Naja, hier oben war ich ja schon mal. Hier oben ist nichts. Wir könnten theoretisch da oben rein, aber ich habe meine Kletterausrüstung zu Hause liegen lassen. Aus diesem Grund müssen wir den Weg laufen. Oh, die nehmen wir noch mit. Oh, der Weg ist versperrt. Aber hier geht's durch. Oh, gleich nochmal eins. Komm, gib. Und jetzt hier hoch. Oh, Moment. Ein Eisendolch mit einer Fähigkeit drauf, des Entziehens. Das entzieht vermutlich Magie. Das ist gut, das ist sehr gut. Denn den kann man verkaufen. Ja, die rothaarige Schönheit im Ladebildschirm. Wir drehen sie mal. Ja. Auf zum Erzmagier. Durch tausend Türen und Toren, dass es möglichst viel lädt.
Ich habe wichtige Informationen für euch. Lernt ihr fürs Leben? Ja, und die wären? Wir müssen den Stab des Magnus finden. Bitte was? Nun, ich hätte lieben gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Er hat mit der Kugel zu tun, die wir gefunden haben. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit dem Auguren von Dunlein gesprochen. Wirklich? Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Was soll ich als nächstes tun? Eine sehr beeindruckende Einstellung. Weiter so. Dann wird alles gut für euch laufen. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabel kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Magier, Diadem. Willst du mir wirklich sagen, dass du früher ein Diadem getragen hast? Ich zieh's mal kurz an. Oh Gott! Ach du meine Güte. Okay. Nein, weißt du, wir lassen das. Wir lassen das. Ich will nur kurz schauen, was wir da... Oh Mann. 30, 40 sind 10 Punkte Unterschied. Ach Mann, ich sehe schwer sexy aus. Naja, gut. Ich behalte den mal auf. Ja, ein Diadem. Etwas, das mir früher viel Nutzen brachte, ein Diadem. Bitte behält ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Ja, ja. Wenn es Probleme gibt, lass es mich wissen. Wisst es ihr, ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles an mal den Latz. Wisst ihr was über den Stab des Magnus? Nun, das ist eine merkwürdige Frage. Nein, das ist eine klare Frage. In aller Welt wollt ihr das wissen? Er könnte mit dem Auge von Magnus zu tun haben. Das Auge von Magnus? Ich will euch zugestehen, dass dieses Ding, diese Kugel, sehr eindrucksvoll ist. Ganz einzigartig und gewiss einer näheren Untersuchung wert. Ja, absolut. Aber wir wollen doch keine voreiligen Schlüsse ziehen oder ihm eine Bedeutung zumessen, die über das hinausgeht, was wir mit Sicherheit wissen. Entschuldigung, also der Stab von Magnus. Nun, er soll sehr mächtig sein. Er kann eine unglaubliche Menge magischer Energie aufnehmen, so heißt es. Aber er ist eigentlich kaum mehr als eine Legende. Ich bezweifle nicht, dass er existiert. Aber niemand hat ihn seit, nun, Jahrzehnten zu Gesicht bekommen. Oder noch länger? Ich weiß es gar nicht genau. Das einzige Mal, dass ich davon gehört habe, war, als vor ein paar Monaten diese Gestalten von der Synode auftauchten und danach suchten. Was ist die Synode? Magier, die ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Also weiß niemand, wo der Stab sich gerade befindet. Das weiß niemand hier. Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Sulf, aber mehr weiß ich nicht mehr. Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch in Sulf. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass es irgendwo in Skyrim ist. Jetzt muss ich aber...
Oh Mann, da runter? Oh, das wird eine lange, lange Reise. Und wir gehen von hier aus. Ja, wir bereisen den Punkt. Ich wandere den Weg, den ich noch nie gewandert bin. Nun, mir ist gerade noch eingefallen, dass wir eigentlich auch noch die Legenden machen können. Na komm, wir schließen einfach mal die Magiergilde ab und dann machen wir separat noch die andere Mission. Was ist das da? Oh, Säbelzahntiger. Von was der wohl gestorben ist? Vielleicht finden wir es ja bald raus. Okay. Zerstörtes Haus durch einen Unfall. Ich merke da, dass ich vielleicht doch besser den normalen Weg gehen sollte und nicht das komische Zeug, das ich hier renne. Und ich muss da zwischendurch mal ein paar Punkte sammeln, dass ich da dann an die Punkte schnell reisen kann, zum Beispiel die Festung hier. Kann ich nämlich bei Gelegenheit mal schnell hier hinreisen, wenn ich da was brauche. Das passt gut. Jo. Wissen du. Oh, oh. Ja, ich mag Wasser nicht. Wenn man nicht viel sieht, mag ich das Wasser nicht, wenn es so trüb ist. Aber hier wächst doch sicher irgendwas. Ja, hier wächst. Ich bin in meinem Element. Ist das nicht schön? Den kann ich leider nicht aufsammeln. Oh, das sind Riesen. Da darf ich nicht so nah ran, sonst habe ich bald ein Problem. Oh, und da ist eine Mine. Mine. Meine Mine. Ja, ich denke, wir gehen dazu erstmal in die Mine rein. Wie weit ist das eigentlich noch weg? Ja, doch noch ein Stück. Wir machen da mal die Mine. Wenn ich da dann noch lebend hinkomme. Oh, zwei. Ich möchte nämlich da möglichst viel Erz abbauen, damit ich an die Daedra-Rüstung komme. Ist das überhaupt eine Mine? Nein, das ist keine Mine, das ist einfach ein Standort. Ah. Obwohl, da sieht es stark danach aus, dass ich da rein kann. Ich glaube, die stehle ich nachher noch, wenn da keiner hinsieht. Ja, vielleicht beim Rausgehen. Ich gehe mal rein, schau mal, ob wir da einfach mal ein bisschen abbauen können ohne Genehmigung. Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Ich und mein Diadem bauen jetzt Mineralien ab. Wahrscheinlich hält mich keiner auf, weil die alle das Gefühl haben, ich bin gestört. Weil ich halt auch mit dem Diadem da rumrenne. Wie kann man nur so... Diadem. Ich kann es immer noch nicht glauben. Etwas, das mir früher von vielem Nutzen war. Hier. Das Diadem der Macht.
Wenn ich eine Frau wäre, wäre es ja nicht so ein Problem. Aber als Mann, da entwickeln sich viele Vorurteile. Wenn man mit einem Diadem rumläuft. Bücher übrigens, die viel Wert haben, das sind meistens Bücher, die euch etwas beibringen. Ihr solltet die Wände besser kontrollieren. Aus diesem Grund immer das Buch lesen, das etwa 70 oder 80, 90 Gold wert hat. Immer sehr nützlich. Soll ich auch sagen, wer das ganze Zeug dann wieder rumschleppt, wenn ich zu schwer bin, die ganzen Mineralien, die ich jetzt hier baue. Richtig, Lydia darf das ganze Zeug tragen. vielleicht da noch was drin? Nee. Vielleicht hier unten noch etwas? Auch nicht. Schade, eigentlich schade. Aber gut, wir haben auch schon viel abgebaut. Ich kontrolliere da noch kurz die Wände. Manchmal ist da links oder rechts noch eine Ader. Was jetzt hier leider nicht der Fall ist. Oder ich habe sie einfach schlichtweg übersehen. Aber es sieht nicht danach aus. Wollt ihr irgendwann mal nach Morrowind gehen, Sonder? Oh Mann. Und was ist ja nicht von... Das kriege ich nicht. Das kann ich leider nicht. Er guckt immer. Aber... Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Danke dir. Ich gebe ihr mal gleich alles. Sonstiges. Ups. Die Goldbahn bekommt sie auch. Mondstein, Quecksilber, die Erze, Silberbarren, und der Mondstein. Geht ihr voran? Denkt nicht mal im Traum daran. Ist etwas zu stehlen? Nein, mach ich doch nicht. Wenn ich sowas machen würde, hätte ich es schon längst gemacht, ohne dass du was mitbekommst. Tja. Wie weit sind wir noch entfernt? Ja, durchaus noch ein Stück. Ja, es ist wahr. Für das hast du mich. Tja, ich mache hier mal kurz eine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.